So, du siehst, ich habe jetzt alle Bilder eingeladen. Wichtig ist auch, dass diese Bilder sind natürlich PNG-Dateien ohne Ebenen. Diese Bilder haben in den Textblasen nichts stehen und das tragen wir auch erst zum Schluss ein. Der Grund dafür ist, dass sich einfach, würden wir die Bildgrößen verändern, wie gleich zu sehen, würde sich auch immer die Schrift mit verändern. Wir wollen aber doch relativ immer dieselbe Schriftgröße beibehalten für unsere Sprechblasen. Wichtig war auch, dass wir Platz für einen Intro-Text haben. Natürlich können wir den auf das Bild setzen, wir können ihn aber auch oben an ein Bild ansetzen, den Intro-Text. Was ich aber jetzt schon sehr gut sehen kann, ist, dass die Bilder nicht wirklich gut aufgeteilt sind auf dem Bild. Und das werde ich jetzt versuchen, neu zu organisieren. Im nächsten Video wirst du den Unterschied erkennen.